So, da sind wir wieder. Wir sind zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Planescape Torment. Möglicherweise der letzten Session, möglicherweise aber auch nicht. Wir haben in den letzten zwei oder drei Episoden sind wir hier hauptsächlich im Kreis gelaufen oder in Zickzack gelaufen, haben versucht, irgendwelche Schalter zu drücken, um ein Portal zu öffnen, dessen genauer Aufenthaltsort, der mir auch wahrscheinlich nicht ganz klar ist. Es gibt verschiedene Portale, es gibt, glaube ich, hier irgendwelche Portale, es gibt da irgendwelche Portale. Und hier ging es nochmal irgendwie raus, aber ich glaube, raus haben wir letztendlich nicht. Hier sind auch noch irgendwie ein paar Bögen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier vielleicht eins von diesen Portalen oder ob das eins von den Portalen hier sein soll. Das wissen wir alles nicht. Wir haben aber beschlossen, eine andere Reihenfolge jetzt mal anzugehen, als die, die wir bereits angegangen sind. Wenn ich den Vergangenheitslars richtig in Erinnerung habe, haben wir bei diesem Quicksave, also Quicksave 3 bereits hier, diesen Schalter gedrückt und wollten jetzt irgendwie diesen Schalter drücken, dann diesen Schalter drücken und dann diesen Schalter drücken. Patsch einmal around the clock, yes, genau das, was ich sagen wollte, nur halt in besser. Und dann zum Schluss den in der Mitte. Und wenn das nicht funktioniert, wollten wir, glaube ich, erst den. Dann den, dann den, dann den, keine Ahnung. Ich mache das mal so rum, weil das ist halt das, was mich noch erinnere. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich bin weg. Allerdings stehen uns hier so ein oder zwei Schatten dafür im Weg. Wie machen wir es am besten? Wollen wir hier rum und dann da so unauffällig reinkehren? Ich würde fast eher sagen, dass wir hier unten lang laufen und dann hier reinhüpfen. Dann lockt man nämlich ein paar von den Leuten vielleicht so ein bisschen hier mit runter. Das ist doch mal ein Plan. Und diesen Plan werde ich jetzt ausführen. So. Wir rennen und rennen weiterhin. 1 Million Schatten verfolgen uns. 1 Million Schatten verfolgen uns. 1 Million Schatten verfolgen uns. Wenn wir einen mit dem negativen Zeichen stoppen, dann folgen uns noch 999.999. 999.999 Schatten verfolgen uns. 999.999. Ich höre auf damit. Keine Panik. So, wir gehen jetzt mal da lang. Haben gerade Feindschaden erlitten. Oh, ja, aber schon. Oh, ich bin eingeschlafen. Ja, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um einzuschlafen und auch dementsprechend genau der richtige Zeitpunkt, um zu sterben. Wunderbar. Wir wissen also, diese Falle, die wir hier losgetreten haben, ist keine gute Falle. Im Gegensatz zu all den anderen richtig tollen Fallen, die wir sonst haben. Das heißt, wir laufen einfach so, voilà, relativ nah hier lang, da uns eh 1 Million Leute folgen werden. Ist das auch, glaube ich, irrelevant. So, hier geht. Lauf dahin. Genau. Oh ja, einmal schön Schaden bekommen, so wie es das gehört. So möchte ich das doch sehen. Genau. Einmal hier, dann da, dann dort. Dahin, sag ich. Wir wurden nicht attackiert von ihnen. Hallo, ihr lieben Schatten. Alter, wie viele sind das denn hier? So, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dahin zu kommen. Die Frage ist nur, wie mache ich das, ohne dabei zu sterben? War hier die Falle? Ich hoffe nicht. Okay, ich bin noch nicht gestorben, aber so wahnsinnig viel fehlt dafür auch nicht mehr. Wir versuchen jetzt einfach hier durchzurennen. Das läuft ganz gut. Wir laufen noch ein Stückchen weiter. Läuft. Gut. Wir sind jetzt hier durchgekommen, ohne zu sterben. Und das ist schon gut genug, sag ich mal. So, ich werde kurz mal dieses Zeichen. Ach nee, will ich gar nicht ausführen, noch nicht. Aber dafür machst du noch einmal den da. Hallo, junger Schatten. Na, was geht? Das sage ich dir mal ganz konkret. So, ich gehe jetzt mal hier runter und versuche jetzt mal hier diese Kanone zu aktivieren. Hallo, anderer Schatten. Wie wäre es, wenn wir dich mal kurz stoppen mit diesen wundervollen negativen Zeichen? Oh ja, sehr gut. Auf geht's, ab geht's. Drücken. Er ist wieder erwacht. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Ich habe auch mal die Leertaste gedrückt, vorsichtshalber. Aber noch bin ich nicht gestorben, das hätte ich nämlich kaum gehört. So kalt hier. Ah, das kleine Scheusal. Ja, ja. Einmal das, das und das. Den Dialog werde ich jetzt nicht mal erstmal vorlesen. Diese Quetzen haben oft genug gesehen und auch gelesen. Anna wird sterben durch Feuer und Eis. Er bedeutet mir mehr als mein Leben. Dann stirb.
Na, das war doch ganz schön. So, also mehr oder weniger. Jetzt versuchen wir irgendwie einmal hier rundherum zu kommen und dann dorthin. Und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Ist hier oben noch jemand, der irgendwie auf uns wartet? Ja, ach, das ist schön, wenn jemand zu Hause ist, der auf uns wartet. Ach, guck mal, da ist noch einer. Toll. Home Sweet Home, möchte ich sagen. Dort, wo mich die Schatten attackieren. Ich habe übrigens einen Kommentar gelesen, der da aussagte, dass je öfter ich gestorben bin im Spiel, desto mehr Schatten würden mich hier erwarten, weil für jeden Tod würde mich ja mehr, logischerweise ein Schatten hier mehr erwarten, was natürlich absolut logisch ist. Also laut Logik des Spiels natürlich hauptsächlich. So, einmal ein negatives Zeichen für dich. In die Richtung will ich eigentlich nicht mehr so stark abweichen. Oh, das lief sogar ganz gut. Wunderbar. Dann versuche ich auch dich mal hier mit einem tollen negativen Zeichen zu beharken. Hat das funktioniert? Das hat so irgendwie gar nicht funktioniert. Nochmal bitte. Das läuft. Sehr gut. Das heißt, ich könnte mich hier theoretisch, weil noch einer, ja. Wenn ich dich mal kurz wegnehme und du da unten auch nicht mehr aufpasst, könnte ich jetzt hier speichern. Ich könnte hier speichern. Super. Ich habe jetzt also den Schalter gedrückt und werde jetzt in Kürze, wenn mich die Schatten jetzt möglichst nicht mehr behelligen mit ihrem ekelhaften Todeskrallen-Wahnsinn. So. Er kommt runter. Ach, der Feind, ja, da bleibt schon oben stehen, oder was? Warte mal. Du kriegst erstmal ein lustiges Zeichen hier. Meinen schönen, dunklen Stinkefinger. Komm mal her, Junge. Genau. Genau. Jetzt hau ich mal wieder ab, weil der andere gleich auch wieder gleich erwachen wird. Du bleibst mal schön hier. Das ist ungefähr so, als ob ein kleinen Hund im Wald aussetzt. Genauso viel Spaß macht das gerade. Komm. Bist du bald mal still? Mensch, andere Leute sind... Wäre schon dreimal stehen geblieben. Aber nein, der feine Herr möchte einmal eine dreifache Portion haben. Eine dreifache Portion von dem schwarzen Stein, den ich natürlich gerne gebe. Er ist gestillt. Wunderbar. So, dann werde ich mal ganz kurz hier einmal mich heilen. Ich glaube, die Zeit haben wir gerade mal. Dann werde ich mal eben die falsche Taste drücken und mal speichern. Und zwar einfach mal so auf A. Komm, sichern. Ist auch egal jetzt. Jetzt drücken wir diese Taste. Oder diesen Schalter oder was auch immer. Und sehen, dass es, dass ich mal kurz die Maschine in Ruhe lassen sollte. Weil der feine Herr mal wieder angelaufen kommt, wie so ein räudiger Dackel. Jetzt hau ich dich ab, ey. Dankeschön. So, schnell da ran. Das drücken und los geht's. Ich werde angegriffen. Ich bin verwundert, lass nicht so enden. Ey, ist es nicht dein Ernst? Mal ehrlich, in welchem Spiel kann man denn bitte angegriffen werden, während eine Sequenz läuft? Was ist das denn bitte? Ich meine, ja, das gibt es. Zeugt aber selten von besonders hoher Qualität. So. Jetzt läuft's. Okay, nochmal. Verarbeitung läuft. Ebene, negative materielle Ebene. Position, Festung der Reue. Ah, das Einzelgängerkonstrukt. Oh, das Einzelgängerkonstrukt. Verarbeitung läuft. Entschuldigung. Du bist zu weit gegangen. Unterwirf dich. Du möchtest jemanden schaden, der Nordom mit seinem Leben verteidigt hat. Nordom wird versuchen, dich aufzuhalten. Erfolgsaussichten gering. Der Körper ist nur eine Hölle. Durch zu starken Druck kann sie zerbrechen. Soll ich weitermachen? Du willst ihm schaden. Nordom wird dich aufhalten.
gebrochen. Magieresistenz 51, das ist mal ordentlich. So, wir sind wieder hier und wollen uns jetzt mal dem mittleren Hebel, mittleren Hebel widmen, der, ich glaube, hier ist. Ist das korrekt? Warte mal, können wir mal so. Wo war der denn? Hier ist der, genau. Oder der Kanone, was auch immer das sein soll. Warte mal, hier waren ungefähr 1 Milliarde Leute. Nein. Warte mal, wenn wir das mal so machen und dann unauffällig hier hinten langschleichen. Sind wir eigentlich immer noch barfuß? Wir sind überall barfuß lang gelaufen. Was ist eigentlich los mit uns? Würdest du vielleicht einfach mal kurz hier anhalten und mich mal fein in Ruhe lassen? Das ist eher nein, offensichtlich. Ich probier's nochmal. Läuft richtig gut. Da kommt eine Falle. Es ist eine Falle, die mich zum Schlafen bringt. Rettungsburg gegen Zauber 15. Das könnte also ganz gut sein. Kurz mal gucken, schlafe ich schon? Nein. Okay. Würdest du dir doch mal den Gefallen tun, mal ein. Anhalten? Eher nicht. Na gut, dann werde ich mal kurz hier lang gehen. Hallo, guten Tag. Ich muss kurz mal hier durch. Vielen Dank. Ach, guck mal, da schnell nächste. Ja, die haben mich nicht erwischt. Das ist völlig in Ordnung. Dann würde ich doch mal einmal hier, einmal dort, dort so, hier vielleicht noch, oh, ich habe kein negatives Zeichen mehr, das ist schlecht, dann probiere ich es mal so aus und hoffe, dass ich das Ganze überlebe. Davon gehe ich doch mal fest aus. Kommen Sie alle bitte mit, Dankeschön, hier lang spaziert, allesamt, alle drei bitte, wie eine kleine Entenfamilie und genau so sieht hier aus. Vielen Dank, jetzt rennen wir ganz schnell dahin, ganz schnell und schnell dieses hier gedrückt und los geht es. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich höre ein Donnergrollen. Hoffe, es wird nicht zu sterben. Man kann das Symbol, das negative Zeichen, offen nur ein... Schatten. In einer gewissen Anzahl sozusagen... hat eine gewisse Anzahl von Anwendungen. Ah, der Giss Zerei. Ich erinnere mich gut an ihn. Unterwirf dich! Ich mag in der Schlacht bedrängt werden, aber niemand wird mich je besiegen. Du kannst auf keinen Sieg hoffen. Das sind doch die besten Schlachten, würde ich sagen. Stehen die Chancen 1 Million zu 1, dann gewinnt man. Laut Terry Pratchett zumindest. So sei es. So, ich bin jetzt hier. Aber was bringt mir das? Da ist zum Beispiel ein Schatten. Ich versuche jetzt mal hier oben hinzugehen und zu gucken, ob es irgendein Tor geöffnet hat. Und wenn ich gehe, gucke ich mal dahin zu gehen, ob irgendwie ein Tor geöffnet hat. Oder hier, ob es eines von diesen Toren oder Portalen sich geöffnet hat. Das wäre ganz angenehm. Vielleicht soll ich mal kurz speichern, wenn ich das denn kann. Ach, das kann ich nicht, weil fand ich hier Wesen in der Nähe. Dann gehe ich mal ein Stück weg. Jetzt. Nein. Jetzt. Ja, jetzt, wo, sich der Nebel des Krieges über dieses gefährliche Wesen gelegt hat. Sicher. Und ich nicht mehr sehe, was mir so Schlimmes blüht. Das ist auch ein gefährliches Wesen. Okay. Ja, komm her, Schatten. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier ein Krieger wäre und ziemlich viele Heil-Items hätte, hier ist nichts offen, dann könnte mir dieser Palast doch etwas eher liegen. Ist allgemein nichts offen. Gehen wir woanders hin. Ja, ja, komm. Hört auf zu nerven. Kann ich mal unten durch, bitte? Entschuldigung, darf ich bitte mal durch? Hallo. Wenn ich diese aggressiven Leute schon sehe, weißt du? Die einfach nur aufeinander einschlagen können. Beziehungsweise auf mich einschlagen können. Mein Gott, ey. Ja, gut. 4 von euch in einer Reihe. Das ist in Ordnung. Die umgehe ich doch. Bin ja froh, dass ich etwas schneller bin. Ansonsten wäre es ein... Ach, guck mal, noch 3 davon. Kritischer Fehltreffer.
Müssen wir dann kritischen Filter, weil nicht die Krallen abfallen oder sowas und du dich selbst verletzen. Du schlitzt dich praktisch selber auf. Das wäre aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt, aber nein. Das ist ja ein friedliebendes Spiel hier, wo nichts Aggressives oder Gewalttätiges zu sehen ist. Was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil ich glaube, wenn man einige Dinge hiervon verfilmen oder beziehungsweise optisch umsetzen würde, wäre dieses Spiel ab ungefähr 200 von dem Gewaltgrad her. Wenn ich mir überlege, was das schon alles so, was man alles schon hat lesen müssen, was so die eigenen Eingeweide und sowas alles angeht. So, hier sehe ich auch mal kein einziges Portal. Das ist schon mal nicht so gut. Hallo. Na, wie geht es dir? Ist hier oben gerade irgendwas auf? Oder offen? Warte mal, hier ist was. Hier ist was! Hinein! Okay, Ignus offensichtlich. Kann man hier mal speichern? Ich denke, es ist der rechte Ort dafür. Ich gehe jetzt mal auf C. Speichern. Ignus ist, schon gut. Hat er jetzt ein Problem mit mir? Ich nehme mal stark an, da es irgendwie darum ging, dass er, irgendwelche Leute töten soll. Hier ist irgendwas. Wo sind wir denn hier? Bei einem Kristall. Kristall ist eine gute Sache, denke ich. Wer seid ihr? Dies sieht aus wie eine Statue von dir. Eine Hand hält die rechte Schulter fest, als ob diese verwundet ist. Jetzt wollen wir brennen. Und warte mal, du bist, glaube ich, hast ein Problem mit mir. Dies ist eine Statue von dir. Sie hält sich die Hand aufs Herz und ihr Mund ist offen, als ob sie eine Rede hält. Und du bist offensichtlich jemand, der gerade ein Problem mit mir hat. Kann ich einfach so kaputt hauen, oder? Höllenschild gibt mir selber Schaden, das ist schlecht. Schirm ich dich gar nicht. Oh, es ist laut, alter Schwede. Kann ich dir selber irgendwie Schaden zufügen? Schön ist, dass ich mich auch die ganze Zeit selbst regeneriere dabei. Ich probiere erstmal praktisch keine Zauber einzusetzen, weil ich befürchte, dass ich meine Zauber noch irgendwie brauche für vielleicht einen eventuellen Endkampf. Warte mal, kann ich aber trotzdem irgendwas anderes Cooles machen? Das zum Beispiel, Spiegel der Bilder. Was war das nochmal? Er schafft 1 bis 4 Spiegelbilder vom Benutzer. Das ist nett. Das ist aber nicht das, was ich möchte gerne. Was ist das? Ein Eisenstachel. Ja, es ist nett. Irgendwer ruft mich gerade an. Aha, das ist schön. Da gehe ich aber gerade nicht ran, weil das uninteressant ist gerade. Nehme ich Ravels. Nee, kann ruhig so bleiben. Habe ich irgendwas, was eigentlich gegen Feuer helfen würde? Tätowierung der verlorenen Inkarnation. Gewährt Erfahrungspunkte, wenn sie aufgerufen? Ja, nein. Achso. Beschleunigt Regeneration, wenn sie getragen wird. Ja, okay. +2 auf Charisma. Gewährt Erfahrungspunkte, bla bla bla. Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, das ist natürlich nicht so hilfreich. Aber gut, danke trotzdem dafür. Und Haut des Bedauerns. Dies ist ein Stück deines Fleisches, in das Wort des Bedauerns eingeritzt sind. Das kann ich vielleicht noch irgendwann gebrauchen, aber es ist nicht gerade das, was ich brauche. Ravels graues Haar. Weiß gar nicht, wofür ich das überhaupt noch hätte benutzen können. Oder hier, sadistischer Rahmen. Wenn dieser Gegenstand verwendet wird, bewirkt es ein Angreifer genau denselben Schmerz und Schaden leidet, wie er dem an. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Pop. So? Nee, warte mal. So? Gut, dass du mir auch keinen Schmerz zufügst. Rettungswurf gegen Tod 9. Das ist immer schön. Kritischer Fehltreffer. Macht irgendjemand von uns überhaupt Schaden? Wenn zwei Magier gegeneinander im Nahkampf kämpfen, ist wahrscheinlich der spannendste Kampf der Welt. Ich kann nix, er kann auch nichts. Ich habe ihn Schaden verursacht. Jawohl. Das Du ist, wir können es, glaube ich, selber, wir haben beide, glaube ich, eine Art Regeneration. Verdammt. Ich glaube, meine ist etwas besser. Und wieder habe ich 4 Schaden. Wunderbar. Und er hat aber auch 4 Schaden verursacht. Na gut, habe ich im Heil-Item 6 Schaden. Rettungswurf gegen Tod 6. Aha. Wunderbar. Ich heile mich dabei mal weiter. Ist das unglaublich. Die Spannung nimmt zu. Ich glaube, Ignus hat es jetzt schon bedauert, dass er gegen mich kämpft, weil es einfach so ein sinnloser Kampf ist. Ja, ich habe immer noch 32 Lebenspunkte, beziehungsweise wieder 32 Lebenspunkte. Okay, ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. Meine Rettungswürfe gegen Tode werden offenbar schlechter. Jetzt habe ich nur noch 5, ich hätte eben 6. Wäre nicht schlecht, wenn ich das wieder steigern würde. Aha, Rettungswurf gegen Tod 15, kannst du mal sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Lebenspunkte er überhaupt hatte. Hatte er so 40, 15? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Er hatte auch eine gewisse Konstitution gehabt. Ich habe ja recht viel Konstitution bzw. Lebenspunkte eingebüßt durch den Schädelturm da. Aber wir haben 10 Schaden immerhin bekommen. Das ist doch ganz nett.
Nochmal 16 Schaden. Okay. Gut, jetzt müssen wir vielleicht wieder kurz mal heilen, weil ist ja nichts los gerade. Verdammt. Kritischer Fehltreffer, hat aber nicht so viel zu irgendwas geführt. Wunderbar. Wieder habe ich 8 Schaden hinzugefügt. Also langsam dürfte auch der Ilios mal bald in die Knie gehen. Es sei denn, er wurde irgendwie gepimpt vom namenlosen Schrecken. Ich weiß gar nicht, ob der Mann von der Ravel überhaupt eigentlich einen Namen hat. Herr Ravel vielleicht. Oder vielleicht hat sie seinen Namen angenommen. Was auch, würde er auch Herr Ravel heißen würde, fällt mir gerade so auf, aber gut. Ja. Ich nehme mal nicht an, dass Ignus der Endkampf ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass der andere Chef da der Endkampf ist. Ja. Gut. Ah ja, immerhin. Wollte gerade sagen, wenn ich jetzt mal keinen Schaden mehr mache, dann wird es sich jetzt mindestens wieder regeneriert haben. Dein lustiger Zauberschild ist ja mittlerweile verwirkt. Das heißt, sämtliche Zauber von dir dürften weg sein. Obwohl, du hast eigentlich auch ungefähr 1 Million Zauber. Du wirkst nichts davon. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit irgendwie wieder breche. Also Sarah Wells Finger da ist es nicht besonders hilfreich. Jetzt endlich! Stärker. 32.000 Erfahrung. Und du fühlst dich stärker. Endlich. Dieser riesige Kristall, der über... Ich lasse das Kristall kurz mal in Ruhe, ganz kurz. Weil ich kurz mal speichern möchte. Mich auch regenerieren möchte. Mit einem Heil-Item natürlich nur. Speichere jetzt nochmal. Kann ich irgendwas... Nee. Ja, was ist da zum Beispiel? Wir haben einige Heil-Items. Ein Herz-Talisman. Moment, den nehme ich kurz mal... War das Herz? Das ist Blut. Das ist Herz. Wunderbar. Einmal das bitte. Dann tue ich das auch nochmal vielleicht hier oben rein. Was gibt's noch? Wir haben ein Knochentalisman. Plus 2 auf Rüstungsklasse. Das sollte ich vielleicht mal wirklich nehmen. Das ist nicht schlecht. Ein Kohletalisman. Plus 50% Widerstandsfähigkeit wegen Feuer. Ja, das wäre jetzt vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich nehme mal mit. Und Blutfliegentalisman heilt 3 Trefferpunkte, erhöht die Regenerationsfähigkeit. Auch den tue ich mal in mein Inventar, weil da gerade noch Platz ist, würde ich sagen. So, worum ging es dir nochmal? Dies ist eine Statue von dir. Sie hält sich die Hand aufs Herz und ihr Mund ist offen, als ob sie eine Rede hält. Und dir hat eine verletzte Schulter. Die sieht aus wie eine Statue von dir. Sie starrt mit einem verächtlichen Ausdruck in die Mitte des Raumes. Nein, ich lasse die Kristall mal kurz weiter in Ruhe. Ich möchte nämlich erstmal die anderen Statuen angucken. Dies könnte eine Statue von dir sein, aber das Gesicht ist eine zerstörte Masse und so bist du dir nicht sicher. Und zuletzt, das sieht ja wie eine Statue von dir aus, ihre Arme sind verschränkt und sie sieht starr gerade aus. In Ordnung, sonst noch irgendwas hier, was interessant ist? Nein, nur noch der Kristall. Na gut, mit dem beschäftigen wir uns aber mal ans... Oh, warte mal, hieß noch was? In der nächsten Folge, aber erstmal gucke ich mir hier noch an, was wir da noch haben. Ein klingender Stein. Was kann ich denn dafür hier lassen? Wir haben 1 Million Kohletalisman, okay, Kakerlaken-Talisman. Plus 4 auf Rüstungsklasse. Das wirkt alles sehr sinnvoll. Göttermenschenzeichen soll ich vielleicht auch behalten. Mein Auge pfeift aus dem Abgrund. Ich glaube, das würde ich da vielleicht mal rein tun und würde dafür den klingenden Stein mal anschauen. Dieser dunkle Stein ist mit Staub bedeckt, als ob er schon viele Jahre gelegen hätte. Es sieht aus wie ein abgeschlagenes Stück einer Statue. Die Oberfläche des Steins ist mit Spuren von seltsamen Runen und Markierungen bedeckt. Er fühlt sich irgendwie seltsam vertraut an. Ich könnte dich verwenden. Mache ich gleich, aber erst in der nächsten Folge. Bis gleich!